Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die YouTube-Thementrends, zumindest für unseren Kanal, im letzten Jahr. Heißt, über welche Suchbegriffe kamen die Leute eigentlich vordergründig auf unseren Kanal, zum Beispiel auch ihr. Wir haben als zum Beispiel den absoluten Nummer 1 Begriff im letzten Jahr, also seit etwa Ende März 20 bis jetzt Ende März 2021, das EEG 2021 als Hauptthema. Das fängt vor allem an Ende, nee, Anfang September in etwa, zieht sich durch bis vor allem November. Da kommen richtig gute Abrufe. Und dann, ich werde euch das ja hier versuchen mal anzuzeigen, dann geht es dann ein bisschen weiter runter, obwohl im Dezember eigentlich der thematische Höhepunkt war, weil das Ganze ja im Bundestag dann auch in die finale Diskussion kam und dann auch natürlich hier der Beschluss kam, aber gefühlt war die Luft so ein bisschen raus. Seitdem wird es ab und zu noch geklickt, aber ist eigentlich thematisch vorbei und gegessen. Natürlich wird es jetzt wieder ansteigen, weil wir ja nach Ostern vor allem jetzt damit rechnen müssen, dass irgendwann die nächste Novelle noch folgen wird. Sehr, sehr spannende Sache. Was tatsächlich seit dem Abschwellen des EEGs das neue Hauptthema geworden ist und dann auch schon auf Platz 2 praktisch der Ergebnisse liegt, ist der Reader's Patch 2.0. Super spannend natürlich, weil das jetzt über die nächsten Monate auch das Hauptthema bleiben wird, weil immer mehr Unternehmen sich gewahr werden, huiuiui, im Oktober ist es soweit. Von jetzt an, in einem halben Jahr, muss der Reader's Patch 2.0 im Alltag laufen. Da müssen Massenprozesse laufen zwischen Verteilnetzbetreibern und Anlagenbetreibern. Huiuiui, wie macht man das? Und da liefern wir natürlich die richtigen Angebote. Das heißt, vorher war es also vor allem EEG. Und jetzt seit teilweise schon mal November, aber jetzt vor allem seit Januar haben wir mit dem Reader's Patch 2.0 vor allem die Klicks. Anteil übrigens bei EEG 2,1% aller Suchanfragen zu uns und Reader's Patch bei 1,7%. Das sind also trotzdem ja nur kleine Bestandteile von allen Sachen, die bei uns laufen. Was natürlich auch daran liegt, dass wir über 200 Videos online haben, ist das relativ breit gestellt und viele Themen lassen sich da jetzt finden. Platz 3 der Begriffe, wie man zu uns kommt, ist tatsächlich dann auch schon Energiewirtschaft. Vollkommen allgemeiner Begriff, ist praktisch die Überschrift und zum Glück findet man dann auch uns, wenn man nach Energiewirtschaft sucht, gar keine Frage. Dann EEG-Umlage, immer ein Dauerthema, jedes Jahr super interessant. Wie ist die EEG-Umlage fürs nächste Jahr und wie funktioniert die vor allem? Das ist ja auch das, was wir hier machen wollen. Wir erklären ja nicht nur, wie hoch ist die fürs nächste Jahr, sondern warum? Was für ein System steckt dahinter mit dem EEG-Konto? Das zum Beispiel erklären wir ja auch hier relativ gut. Und dementsprechend ist das auf Platz 4 der Hauptthemen, die jetzt zu uns führen. Dann Fernwärme, was mich überrascht, weil wir haben gar nicht so viel zur Fernwärme gemacht, aber ist wohl super interessant und da ist sehr viel Bedarf. Das heißt, ich werde wohl mehr Videos zur Fernwärme demnächst noch veröffentlichen müssen. Dann tatsächlich nochmal EEG-Novelle und EEG-Novelle 2021. Also Platz 1 nur anders geschrieben. Zusammen sind das jetzt also auch schon mal wieder über 3% des Gesamtanteils. Dann Smart Meter auf Platz 8. Smart Meter ist natürlich auch klar ein absolutes Dauerthema. Jetzt gerade auch wieder ganz viel Streit da herum, was läuft da und was läuft da nicht. Wird auch uns noch eine ganze Weile begleiten. EEG nochmal, aber auch allgemein natürlich ein Thema, was immer interessant ist. Emissionshandel, gerade jetzt mit den CO2-Gebühren seit 2021 auch nochmal etwas stärker in der Frage, was das eigentlich genau ist und wie das funktioniert. Three Mile Island. Interessant, das ist ja ein Atomkraftwerkunfall gewesen und wir haben ein paar Videos zu diesem Themenbereich ja schon mal gemacht. Wird bei uns also auch relativ gut gesucht oder führt eben auch zu vielen Klicks auf unsere Videos. Dann auch schon immer mal wieder unser Name, also Energiewirtschaft einfach, aber auch mein Name, Carsten Eckert, wird des Öfteren direkt gesucht. Edifakt. Edifakt geht immer stärker, ist natürlich jetzt gerade aktuell rund um April 2021 eines der Hauptthemen, die hier in Frage kommen. KWK, Merit Order, was ist Strom? PPAs, Solardeckel, Demand Side Management, also Lastmanagement, Atomausstieg, Bundesnetzagentur, Nachtspeicherheizung, Fernwärme, Blackout, EEX, also der Handel ist auch ein Thema, was immer bei uns läuft. Energiearten ist ein Thema unter den Top 50, wo das ja auch so eine wirklich sehr, sehr theoretische interne Unterscheidung ist, einfach wie wir Energiearten unterscheiden entlang der Nutzung durch den Menschen, ne? Primärenergie bis hin zur Endenergie und Nutzenergie. Marco 2020, Kohleausstieg, OBIS. OBIS ist auch wieder so ein ganz, ganz, ganz fachliches Thema rund um die Zuordnung und Klassifizierung von Energiedaten, wenn sie übertragen werden. Wasserstoff, was ist Nachhaltigkeit? Anreizregulierung, ganz klar auch weit vorne. Smart Energy Meter, was auch immer für Begriffe noch eingetragen werden und Wasserstoffstrategie, das sind so die
wichtigsten unter den Top 50. Das heißt, ihr werdet dann ja auch gleich noch sehen, oder ihr habt ja schon gesehen, das ist ein bisschen wechselhaft und dadurch, dass wir so breit aufgeschätzt sind, kommen ja auch wirklich viele, viele Begriffe zustande. Und wenn ihr selbst zum Beispiel noch nicht ganz wisst, wie ihr eine YouTube-Strategie und Co. angehen wollt mit eurem Stadtwerk oder was auch immer, macht doch einfach das, was ihr könnt. Fangt mit dem an, was ihr sowieso macht, denn das Interesse an Energiethemen ist grundsätzlich da. Na, also ich bin jetzt schon jemand, der relativ viele Abrufe hat und alles. Das erkläre ich auch im nächsten Video, wie viele Abrufe es genau im letzten Jahr waren. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und wenn ihr auch nur annähernd da rankommen wollt, naja, liefert doch das, was ihr gut könnt. Erzählt einfach über das, was ihr habt. Und wenn ihr irgendwelche tollen Tarife habt und noch Heizstrom und auch noch Ökostrom und genau erklärt, wie das funktioniert und ihr habt spannende Kraftwerke, zeigt ihr ruhig mal ein bisschen, macht euch nicht zu viel Aufwand, geht einfach rein, seid authentisch, zeigt, was ihr könnt, dann ist das etwas, was in YouTube und Co. im Internet richtig gut funktionieren kann, weil die Leute sind daran interessiert. Soweit erstmal dazu, was die YouTube-Thementrends bei uns im letzten Jahr waren. Relativ divers, aber natürlich EEG und Redispatch ganz weit vorne. Die hauptsächlichen Fachthemen sind es wie immer. Macht mich natürlich auch sehr zufrieden, dass wir genau damit so ein bisschen auch das Interesse der Leute treffen. Okay, habt ihr Fragen dazu und zu diesen Trends? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.